Ja, und willkommen bei Let's Play Cry of Fear! Nein, wir spielen natürlich nicht Cry of Fear das Original, sondern wir spielen eine Custom-Kampagne. Und es ist schon wirklich echt lange, lange her, wann wir das hier zum letzten Mal gesehen haben. Und es gibt hier so einige, die man machen kann. Ich hatte vor einem halben Jahr, glaube ich, oder so, oder? Ja, hatte ich schon mal ein, zwei ausprobiert. Ich glaube, Memories, ich glaube, die erste hatte ich gemacht. Und die war wirklich kackenschwer. Also die habe ich nicht geschafft. Da habe ich eine Folge aufgenommen und glaube, bei der zweiten habe ich gesagt, nee, das packe ich nicht. Das war echt knüppelschwer. Und jetzt würde ich sagen, wir nehmen, was denn? Also es sind nicht allzu viele. Wir nehmen mal die Stairway. Stairway to Heaven auf Medium. Ich bin gespannt. Bling, 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 bling. Chapter 1. Where am I? Okay. Ach Gott, was... Warte mal. Muss ich erst mal wieder zurück zurechtfinden hier. Wir gehen einfach pennen. Hm? No time for sleeping. I have to find my way out of here. Ich kann mit Rechtsklick knüppeln. Genau, auf F müsste ich Taschenlampe haben. Hab ich aber nicht. Cry of Fear, ey. Ich muss immer noch an dieses blöde Best-of-Video denken, was ich da gemacht habe. Das war wirklich lustig. Also, falls ihr das noch nicht gesehen habt und ihr habt keine Lust, euch Cry of Fear hier komplett bei mir anzugucken, seht euch das Best-of-Video an. Das ist wirklich lustig. Wirklich lustig. So. Blutüberströmte Tür. Das ist natürlich gut. Nicht. Und, Yay! Wow, das war toll! Das war super! Mein Gott, fängt ja schon richtig gut an. Fängt ja schon richtig geil an. So, das Ganze nochmal, weil es so schön war. Das Ding so. Jetzt ist hier aber auch kein Gerät, ne? Ich laufe einfach weiter. Ah! Ah! Irgendwo hin. My room. But how did I get here? Simon. Ja, ja, ja. Bitte, bitte. Flinte ist gut. Maus 3, genau. Okay. Wir brauchen ja die Lampe gerade nicht, so wie es aussieht. Ich hätte nur... Gerne ein Tonbandgerät. Basement gehen wir nicht, wir gehen... Mann! Übertreibt's doch nicht! Bitte! Bitte übertreibt's nicht! Hard Shoulders! Das gute Hard Shoulders! So. Gehen wir nochmal schnell duschen. Ah. Duschen ohne Duschkopf. Das lob ich mir. Basement gehen wir immer noch nicht. Ach was. Hihi. Alte. Stirb. Die kennen wir noch. Die kennen wir noch zu gut. Die kleinen Schreihälse. Was war das? You got the basement key. Okay.
War. Ach so, warte mal. Das war das, ne? Ja, okay. Was steht da? If. Mhm. Kann ich da raus? Kann ich nicht. Okay. Hab ich da hingeschossen? Naja. Fuck, it's locked. It's a basement. Okay. Dann also auf in the basement. Finally, the door's unlocked. Finally, kein Tonbandgerät. Das ärgert mich sehr. What the hell, genau. Ich hasse Cry of Fear. Ich hasse es so sehr. Ich hasse es jetzt schon. Ich hasse es einfach nur. Fick dich, komischer Kopf. Alter, was ist denn hier los, ey? Das lässt einem ja gar keine Ruhe hier, die Scheiße. Nur mal so 2 Sekunden. So. Damit wir nachladen können. Ah, mhm. Es werde Licht. Und den Rückweg, den sehe ich nicht. Okay, das sieht merkwürdig aus. Es gibt endlich ein Tonbandgerät. Ja. A dusty tape recorder. I can record my thoughts and experience here. Okay. Das machen wir. So, und die scheint nicht ganz so heftig zu sein, die Kampagne. Also, wie gesagt, wir können ja die eine, die ich da am letztes Mal gemacht habe, auch nochmal machen irgendwie. Die nächsten Tage. Ich hab halt... Chapter 2, Night Descent. Ich habe halt keine Ahnung, wie lang diese Dinger hier gehen, ne? Also das ist... Das ist halt die Frage. Aha. Die... großen Kollegen... Die großen, unfreundlichen Kollegen... Kann ich die Taschenlampe hier nicht aufheben? Okay, ich kann die Taschenlampe nicht aufheben, schade. Ich dachte eigentlich... Ich sollte vielleicht mal nachladen. Und nicht so sparsam mit der Muni sein, ansonsten muss ich viele Spritzen ausgeben. Looks like morphine. This is strong stuff. So I'd better be careful with it. Das kennen wir ja schon. Das kennen wir auch. Okay. So. Ach, der Michael! Hi! Hi, Michael. Schön, dich zu sehen. So, was wartet dort? Wasser. Sieht ein bisschen komisch aus. So dieses helle, glibberige Wasser. Passt gar nicht so zum Rest. Das Spiel ist einfach prädestiniert dafür, dass man sich in die Hose scheißt. Es ist einfach so. Es ist einfach furchtbar. Hör doch auf. Natürlich. Natürlich!
ist natürlich ganz klar. Okay, so. Die zwei Herren. Jetzt könnte ich natürlich eigentlich auch nochmal speichern gehen gleich. So, da unten war jetzt nichts. Erstmal. Weißt du was? Ich gehe speichern. Sprinten konnten wir ja auch, genau. Obwohl, schaffe ich das noch? I don't want to go back there. Na toll. Das ist natürlich super scheiße. Das ist richtig scheiße. Nachladen. Ist er tot? Ja. Okay. Kurz eine Spritze reinfahren. Ach, warte mal, die haben wir noch gar nicht. So. Und nun müssen wir den Typ besiegen, ne? Ich weiß nur noch nicht wie. Hier können wir rein. Ach so, ach geil. So ein Schutzraum, das ist natürlich schön. Dann speichern wir doch gerade mal hier. Cool. Okay. Dann kann der Sewer ja kommen. Da ist ein M16. Ich könnte den mit der Pistole bekommen, so wie es aussieht, mit mehr oder weniger Glück. Na. Der ist ganz schön laut, der Kerl. So, da komme ich nicht rüber, ne? Warum eigentlich nicht? Warte mal, Duck Jump? Jawohl. Sehr schön. So, denn damit müssten wir ihn ja eigentlich töten können. Ich mache mal gerade Y, genau. Okay, komm her. Wenn ich ja nicht so ein schlechter Schütze wäre. Tot ist er. Cool. Was ist das? Zwei Monster, die hier an einem Schlüssel Wache halten. Pang! Pang! Hallo? Komm du auch noch? Natürlich. Hallo? Wie frisst der denn, ey? You got a sewer key. Okay. Sehr schön, dann können wir hier nochmal speichern. Zack. Ich richte mal gerade das Mikro. So, und die ist echt nicht schlecht, die gefällt mir gut. Die Kampagne. Und wie gesagt, wir machen das Ganze ja eigentlich nur, als Zwischendingen bis zum 22. Denn da erscheint was. Da erscheint was, was wir unbedingt zocken müssen. Was ich auch schon vorbestellt habe und schon vorgeladen habe. Und wir haben ihn doch. Und wie gesagt, da können wir jetzt zwischenzeitlich nicht mehr so lange Sachen machen. Denn,
Bis dahin müssen wir fertig sein, weil ich das wirklich zum Release anspielen möchte eigentlich. Ach, fick dich doch. Da war, noch irgendwas anderes. Chapter 3, time to end this. Okay, sind wir schon bald durch oder was? Wahrscheinlich. Sonst würde es nicht so heißen. Okay. Ja. Das sieht nach Ende aus. Glock Tactical Light. Use. Combine. So, dann nennen wir das mit Z, also Y, jawohl. Okay. Da haben wir die Spritze, da das M16. That packs a real punch. Ich glaube, das Ding, ja, hat wahrscheinlich einen ordentlichen Schlag. Macht also ordentlich Schaden. Hier kann man sich nochmal die Klamotten... Ach so, cool. Kann man andere Klamotten anziehen. So. Es werde Licht. Und wir kraxeln einmal hinab. Und... Ich bin gespannt, was... uns hier erwartet. Nichts Gutes wahrscheinlich. Lange, dunkle Gänge. Ich hasse es. Es gibt nichts Gruseligeres. Und wenn jetzt noch uns gleich irgendwas ins Gesicht springt, wird's noch schlimmer. Aber was machen, also was müssen wir jetzt tun? Ach, komm, hör auf. Der ist immer noch da. Warte mal kurz. So, wir speichern da nochmal. Den ersten überspeichern wir nicht. Ach Gott, jetzt auch noch die. Arrgh. Gibt's hier was? The guy looks familiar, ja. Das ist wohl wahr. Ach cool, ein Revolver? Das ist ja nett. Das ist ja nett. Kann man natürlich nicht dual-wielden. Kann man das Ding dual-wielden? Kann man. Okay. Ich nehme die mal gerade. Hallo? Okay, das scheint Shotgun-Munition zu sein. Das Ding laden wir mal nach. Das equippen wir mal gerade. Da war der nächste, den habe ich schon gesehen. Ach komm. Die Bücherfreaks. Die
die uns so schön wahnsinnig machen. Hui! Noch ein Michael. Es ist natürlich... Ach, Betten auch noch? Komm. Aber man, doch, man sieht sie. Nein! Nein! Die blöde Alte! Und die Kettensäge im Hintergrund nervt so dermaßen. Was ist das? Huch, noch mehr Betten. Ich glaube, ich muss mir mal eine Spritze reinjagen. Und ich hoffe jetzt inständig, dass der Ton nicht ganz so laut ist von diesem blöden Bett. Von diesem Bett. Von... Hallo? Ah! Oh. Von der blöden Kettensäge, meine ich. Ach! Die Herren! Die gnädigen Herren! So, jetzt bräuchte ich doch... Hallo? Bräuchte ich doch bitte Munition. Pam! Pam! Ach, komm schon. Wie hieß sie? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Bin ich tot, wenn ich da runterhüpfe? Sophie. Sophie, okay. I love you, Sophie. I have to leave. Please. I fucking love you. Just let me go, Simon. Sophie. Was war das? Was war das? Keine Ahnung. Was war denn das? Nein, egal. Spritze in den Kopf und gut ist. Quick save. Wenn ich jetzt wüsste, die mir hier bald zu Ende ist, würden wir die noch zu Ende spielen. Die Kampagne, aber... Ach, was, wie cool. Wie cool. Eine Mauer. Das war spannend. Okay. Wir kämpfen gegen uns selber. Huch. Ach, guten Morgen. Nehmen wir doch mal unser Riesenhandy. Where are you? Come home as soon as possible. It's getting dark. Das ist ja einfach übernommen von... ...von dem Original Cry of Fear. Schickes Poster im Übrigen. Eine Spritze haben wir jetzt leider nicht. The computer is off. Head and Shoulders, heil uns! Chapter 4, it's not over yet. Ist es noch nicht vorbei? Zeit für unsere Pillen.
Ach was, und jetzt kommen wir raus? Ach cool. Ach ja. Oh. Der Nightstick. Den gibt es ja auch noch. Und die Kellertür ist jetzt verschlossen. Heißt, wir müssen nach draußen. Dual Wield. Zack. Das gibt Licht. So, aber hier kann doch jetzt eigentlich nicht viel passieren, ne? Es ist ja total freundlich hier und nobody's home. Ist jemand hier vielleicht zu Hause? Nobody's home. Müssen wir einfach weggehen, oder wie? Nee. Das hier ist wahrscheinlich das Ziel. I need a fuse to open this. Aha. Die hatten wir auch lange nicht, die Fuses. Die guten Chucks. Noch mehr Pillen und eine Fuse. Hallo? Total blöd. Da ist Munition. Aber wir haben natürlich keine Waffe. Ach, leck mich. Leck mich doch am Hintern. Gut, ich würde sagen, wir beenden mal die Folge und machen das nächste Mal nochmal hier weiter. Oh, nee, ne? Aber ich glaube, das war kurz vor... Ach nee. Das ist nicht wahr, ne? Das ist durchaus blöd. Das ist sehr blöd. Aber gut. Es lässt sich nicht ändern. Wenigstens kennen wir uns jetzt ein bisschen hier aus. Und irgendwo muss man doch da... speichern können in seinem Zuhause. Pam! Hallo, Michael! Nur ein toter Michael ist ein guter Michael. So, die Buchhansens waren wir noch tot und dann... Hallo? Und dann beenden wir jetzt gleich die Folge. Obwohl ich aus unerklärlichen Gründen irgendwie nicht aufhören kann. Aber wir haben schon eine halbe Stunde. So, hier war jetzt das, die unschöne Stelle. Etwas sehr, sehr unschöne Stelle. Und wir haben 100 Pro den Speicherpunkt verpasst. Huch. Okay. Der hängt da oben einfach so rum. Und tut nichts. Soll mir recht sein. Dann können wir nämlich einfach hier durchgehen. Und hab ich hier sicherlich nicht gespeichert irgendwo? Sophie. Hallo? Hör mal auf. Hey! Live or die. Natürlich habe ich hier gespeichert, ich Idiot.
Hui, hör doch mal auf. Oder? Warte mal. Natürlich. Nee. Okay, Sophie. Jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und willkommen zurück bei Let's Play Cry of Fear. Und zwar spielen wir die Custom-Kampagne The Stairway. Und wir sind, soweit ich das mitbekommen habe, schon fast am Ende. Letztes Mal haben wir hier noch gespeichert und alles nochmal gespielt. Und jetzt, zu Beginn, sehen wir wieder die Wand. Aha, schicke Pixel. Hier haben wir dann nochmal den Simon, der auf uns schießt. Aber diesmal umgehen wir ihn einfach. Vielmehr, letztes Mal haben wir ihn auch umgangen, aber jetzt etwas früher. So, unser Telefon. Und jetzt muss ich hier wirklich nochmal schauen, ob hier nicht irgendwo. Ah, wohl, wozu? Chapter 4, it's not over yet. Das hatten wir. Hier ist nix, da ist nur der Nightstick. Den rüsten wir dual aus mit dem guten Telefon. Und dann hinaus. Blim, 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 blim. Und das hatten wir ja letztes Mal alles schon, wenn ich jetzt hier lang gehe, nur mal rein aus Interesse. I can't walk from here, I need a car. Okay, wir sollen also abhauen. Gut. Deshalb auch die Fuse. So, die Pillen hier, genau. Die Pillen heben wir uns auf für die Herren. Denn hier kommt ja jetzt irgendwie noch einer. So. Dann die Pillen. Nochmal. Ich kann hier trotzdem raus. Okay. So. Fuse, use. Oh. I hope the car is working. Natürlich. Das hoffe ich auch. Und bei unserem Glück funktioniert es natürlich nicht. Doch, es funktioniert. Wow. Brumm, brumm, brumm. Simon, fahr herum. Und das wird es gewesen sein. Conclusion. Aha. What the fuck is going on here? What is happening to me? When I woke up, I thought I was dead, but I was in my room with my computer turned off. Mom and Dad aren't at home, and they must have went out, but something is not right here. Who the heck is that guy with the chainsaw, and why is he trying to kill me? I just have to keep going until I find someone who can help. I hope I'm not going insane. This is shit. Just shit. Richtig, really shit. Deep shit, Junge. To be continued. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob es da noch eine Fortsetzung von gibt. Denn ich glaube, da ist schon lange nichts mehr dran gemacht worden. Wenn man sich überlegt, wie alt Cry of Fear schon ist. Und diese Custom-Kampagnen auch. Also ich denke nicht, dass es da noch irgendwie eine Fortsetzung geben wird. Leider. Denn die war cool. Kurz, aber gut. Und ich denke, wir werden jetzt auch gleich in die nächste starten. To be continued. So, welchen machen wir denn als nächstes? Statistics and great. Schatzfeier 200. Okay, schön. Das ist spannend. Also, gut, das war's. Hätte ich vielleicht letztes Mal in die Folge auch noch reinpacken können, dann hätten wir das passender gehabt. Nein, egal. So.